Nachdem ein Angler am Sonntag in Hamburg auf eine Tüte mit Leichenteilen gestoßen war, setzten Polizeitaucher am Dienstag die Suche nach den restlichen Überresten fort. Inzwischen sei im Ernst-August-Kanal ein Großteil der Leiche gefunden worden, so ein Polizeisprecher. Angaben zur Identität, Todesursache und Todeszeitpunkt machte er noch nicht. Die Mordkommission vermutet, dass es sich um eine Frau handelt, die schon länger im Wasser lag. Ob der gefundene Damenschuh zur Leiche gehört, soll nun geklärt werden. Zudem erhoffe man sich weitere Erkenntnisse von der rechtsmedizinischen Untersuchung, sagte der Polizeisprecher. Parallelen sehen die Ermittler zu dem ungelösten Fall Rosa. Dabei wurde 2017 eine Prostituierte getötet, ihr Körper zerstückelt und die Leichenteile in Fließgewässern gefunden. Die Kriminalpolizei gleicht den Fund nun mit Vermisstenfällen ab. Auch Zeugen, die verdächtige Beobachtungen am Fundort der Leiche gemacht haben, werden gesucht.